Oma Stangl, ich hänge von Kind an, an der Welt der Bücher und der Literatur und ja, habe dort jetzt auch sozusagen meinen Lebensraum gefunden. Bücher haben eigentlich schon, als ich ein Kind war, eine große Faszination auch für mich ausgeübt. Diese Gegenstände, die man in der Hand halten kann und die gleichzeitig so etwas wie andere Welten, zweite Leben enthalten, in die man hineinschlüpfen kann. Ich wollte eigentlich auch immer schon gern selbst schreiben und versuchen solche und fand es faszinierend, dass man solche magischen Gegenstände auch auf irgendeine Art selbst hervorbringen kann. Alles beginnt damit, dass die Welt und das eigene Denken mir von Grund auf unverständlich sind. Die Ausgangspunkte für meine Bücher sind eigentlich jeweils unterschiedlich. Einmal war es eine Lexikon-Notiz, auf die ich zufällig gestoßen bin. Und manchmal sind es einzelne Sätze, die ich einfach aufschreibe und von denen ich dann merke, es entsteht daraus etwas. Manchmal sind es einzelne Bilder, vielleicht auch einzelne Träume. Oft sind es zwei sehr unterschiedliche Ausgangspunkte, von denen ich irgendwie ahne, dass es da eine Möglichkeit gibt, Verbindungen zu schaffen. Und das Spannende am Schreiben für mich ist dann, diese Verbindungen langsam entstehen zu lassen, langsam ein Netz zu knüpfen zwischen diesen Ausgangspunkten, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Es ist Unsinn, man selbst zu sein. Wenn ich beim Schreiben in irgendeiner Weise auf Verkäuflichkeit schielen würde, dann würde ich, glaube ich, überhaupt nichts zustande bringen. Weder etwas, das mir selbst gefällt, noch etwas, das in irgendeiner Weise diesen sogenannten Marktbedürfnissen irgendwie gehorchen würde. Mir ist es beim Schreiben immer wichtig, dass ich mich selbst überrasche, dass das etwas herauskommt, das ich vorher nicht wusste, nicht kannte, von dem ich nicht wusste, dass es sozusagen in mir drin war. Und ich freue mich, wenn Leser dieselbe Neugier und dieselbe Entdeckungsfreude im Lesen haben, wie ich sie beim Schreiben habe.